Hallo und herzlich willkommen zurück zu Verbotene Geheimnisse, die Alienstadt. Wir sind mittlerweile hier im Bonuskapitel anbelangt und spielen den alten kauzigen Agenten und schauen, was hier vor den Ereignissen des Hauptspiels passiert ist. So, das letzte Mal haben wir uns schon ein bisschen was umgesehen und sind dann hier bis zu dieser Steintreppe gelangt, die offensichtlich jetzt nicht mehr so wirklich passierbar ist. Und da schauen wir doch mal, wie wir jetzt weiterkommen. Und hier habe ich auch gleich was, da sind Steine. Mit diesem Gegenstand kann ich hier nichts anfangen. Einpacken? Nein. Kann man hier irgendwo hinwerfen? Nö. Ich glaube, jemand hat die Treppe mit Absicht in die Luft gesprengt. Ach. Vielleicht könnte ich die Feder mit einem Stein treffen. Na, nochmal. Und dadurch passiert jetzt was? Ich muss den Abgrund irgendwie überbrücken. Ja, das Seil haben wir irgendwie nicht mehr. Das ist ja oben noch dran. Ja. So kommen wir da erstmal nicht rüber. Ah, oben waren ja noch die Bretter. Die bekommen wir jetzt ja sicherlich mit dem Messer. So, dann mal hierher, dorther und losschneiden die ganze Geschichte. Achso, ich muss nochmal. Gut, kann ich jetzt Bretter nehmen? Jo. Wie seinerzeit Guybrush Threepwood, einfach das Jackett auf, Bretter rein, Leiter, ganz egal, passt. So, und hier haben wir aufgeschnitten. Wir sind schon ganz schöne Aufschneider. So, goldener Ohrring. Braucht man unbedingt. Modisches Accessoire, ohne dass es absolut nicht weitergeht. So. Hier wieder runter. Zack. Und hier. Ich schaue nochmal gerade auf die Karte. Nee, hier gibt es leider nichts zu suchen. Und wir haben auch schon die Hälfte der zu erkundenden Gegenden. Aber gut, lassen wir uns mal nicht entmutigen. Das wird sicher noch ganz witzig werden. So. Jetzt kriege ich auch die Feder und... Ah, kann mir auch dieses Grulumpe da angucken. Und ich muss 10 Objekte zusammentüdeln. So, da haben wir eine Ananas, da haben wir die zweite. So, Armreif, andere Armreifen. Na, okay. Schlüssel, Schloss. Blumen in die Vase. In die. Ne. Was haben wir da denn noch? Korken. Teil eines Puzzlewürfels. Jo, ein Rubik's Cube. So, Lumpen. Ich gehe auch grundsätzlich nie ohne Lumpen aus dem Wurst. Aus dem Brot. Nicht schön. So, da haben wir das Ass und da haben wir eine Kappe. Und eine witzige Old-Style-Bombe hier. Die Kappe kommt vielleicht da auf die Tube drauf. Probieren wir das mal. Jo. So. Ist hier irgendwo noch was Vasenmäßiges? Ja, Blumentopf hier. Das Ass zu den Karten. Der Korken. Flasche, Flasche, Flasche. Jo, da. Und einen Armreifen. Brauchen wir noch einen abgetrennten Arm. Oder anderes Klimperzeug. So, Lumpen. Für eine Fackel oder so. Hier vielleicht so drum. Jo, war sogar richtig. Und wir kriegen auch die Fackel. Okay. Oh, dann können wir ja hier mal weitergehen. Ist das Licht nicht schön gemacht? Doch, ne? Schon ziemlich cool. So. Guter Mann. Peace to you. I'm glad you're here. Are you with the local authorities? Our father has gone mad. He found 10 newborns and brought them to our cave.
He didn't say where he had located them. And now our father won't let us leave this place. He broke our only ladder and damaged the bottom of our boat to trap us here. He also locked the kids with fast deer in one of the caves and tied the key a hawk's claw. Please help us leave this eerie place. Okay, Boot kaputt. So, ich habe einen jungen Indianer am Ufer des Sees getroffen. Er erzählte mir eine seltsame Geschichte über seinen Vater, den Häuptling des Stammes. Er erzählte, sein Vater habe 10 Babys in einer Höhle ausgesetzt und dann die Treppe, die zur Höhle führt, gesprengt und ihr Boot sabotiert. Jetzt können der Junge und seine Schwester diesen Ort nicht wieder verlassen. Und sie sind verzweifelt. Das Mädchen und die Neugeborenen sind im Inneren der Höhle eingeschlossen. Und der Schlüssel ist um die Klaue eines Falken gebunden. Es scheint, der Häuptling hat den Verstand verloren. Ich muss die Kinder und die Babys unter allen Umständen retten. Ja, jetzt haben wir doch die Bretter hingelegt. Ihr könnt weg. Problem gelöst. Ja, was haben wir da noch? Ein Benzinkanister. Gut. Das ist ein großes Loch im Boden des Bootes, aber ich müsste es reparieren können. Und das kommt, wenn ich hier auf Seil klicke. Da ist etwas im Wasser. Wie kann ich es herausfischen? Ich habe nichts, was lang genug ist. Oder hakig. Okay. Mit Harz? Nein. Das brauchen wir aber sicher irgendwie zum Zuschmieren. Vielleicht ist das ein altes Netz oder so, was wir dazu noch gebrauchen können. Naja, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Hier hat jemand etwas vergraben. Graben wir es mit dem Messer aus. Man kann das doch breitseitig und dann, naja. Okay. Das ändert sich also nicht. Hier oben noch irgendwo was. Ja, da können wir hin, da hinten können wir auch hin. Dann schauen wir erstmal hier vorne. Bombe vermisst. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann, ist eine Atombombe vom Militärstützpunkt CN-47 verschwunden. Das Militär sagte, dass es keine Stellung dazu nehmen werde und das Pentagon weigert sich, das Vorhandensein von Bomben auf der Basis zu bestätigen. Dennoch müssen die Gerüchte irgendwo ihren Ausgangspunkt haben. Und es bleibt die Frage, an was hat das Militär im Stützpunkt CN-47 gearbeitet? Jemand hat diesen Stumpf dazu benutzt, Holz zu schlagen. Dafür ist er da, oder? Sieht ziemlich standardholzklotzig aus. Naja. Gut, da kommt nichts weiter. Hier könnte ich ein Feuer anzünden. Jemand hat hier eine Mahlzeit gekocht. Aber wo ist der Topf? Also Sherlock, du bist schon ein ganz schön scharfer Schlussfolgerer. Ich habe schon ein ähnliches Totem gesehen, aber das andere Totem hatte einen Ring in der Nase. Oh, wir haben noch einen Ring. Oh, okay. Ich kann die Knochen nach links und rechts verschieben. Vielleicht formen die Symbole einen Code. Ich kenne den Code aber nicht. Ja, dann werden wir wohl noch ein bisschen durch die Gegend stiefeln müssen, bis wir den da irgendwo finden. Können wir hier rein? Jo, können wir. Und es wird wieder gewimmelt. Wir suchen einen Fisch, eine Spinne, eine Brille. Eine Schlange, Streichhölzer, eine Lupe, Goldbarren. Ja, Goldbarren ist nicht verkehrt. Und eine Brotscheibe. So, eine Lupe habe ich da gerade gesehen. Goldbarren haben wir hier. Jetzt brauchen wir noch einen Stern und ein Nest. Nest ist hier. Und eine Schlange und eine Rose. Eine Rose da vorne. Brot, Scheibebrot. Ah, okay. So, hier wird jetzt gesagt Schriftrolle. Die ist hier. Ein Kreuz habe ich da gesehen. Das ist da. Ein Topf. Der ist hier. Streichhölzer. Ein Stern. Jo. So, wo ist denn bitte die Schlange? Oder das andere Zeugs. Ist das die Schlange? Das ist die Schlange.
Ah, da können wir durchwühlen. Und da haben wir die Spinne. Und Streichhölzer. Und den Knopf. So, eine Brille und einen Fisch brauchen wir noch. Vielleicht hier im nächsten. Nee. Ah, was haben wir da? Die Brille. Uah, was ist das denn? Für ein Gesiffe. So, Fiji, Fiji, wo bist du? Da ist der Fisch. So ein singendes Ding, ja. Wir kriegen Streichhölzer. So, reicht das schon für unser Feuerchen? Ich habe nichts, um es anzuzünden. Ich brauche etwas Holz. Hier ist Holz. Naja, gut, nee, geh weg, geh weg. Hier ist auch Holz, das können wir alles nehmen. So, hier geht es aber tatsächlich nicht weiter. Gehen wir mal zur Seite rum. Da haben wir ein Brett. Ich muss mir die Anordnung der Federn merken. Das ist ja die Totemgeschichte. Vielleicht lässt sich dieser Stein einfacher bewegen, wenn ich Öl darunter gieße. Hab kein Öl. Noch nicht. Okay. Pflück, 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 pflück. Pflück, 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 pflück. So. Bärenkorb. Da backen wir uns ein lustiges Törtchen raus. Om nom 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 nom. Ups. Stämme. So, was haben wir hier? Dem Tim fehlt eine Maske. Dem auch? Jo, dem auch. Gehen wir mal in die Höhle rein. Ah, hier sehen wir mal gerade gar nichts. Was haben wir hier? Hier ist es zu dunkel, um etwas zu sehen. Ich brauche eine Fackel. Die haben wir doch. So, geh an. Geh an. Mit dem Gegenstand kann ich hier nichts an. Ja, will ich sicher wieder anzünden müssen, bevor wir es hier benutzen können. Ja, dann mal wieder zurück und hier hoch. Ah, wie cool gemacht. So, ein Axtstiel. Wie kann ich den Falken hier herunterlocken? Dorthin gehört ein Gegenstand in der Form, der die Form eines Tomahawks hat. Das war's ja. Das war's. Ich komme nicht an die Feder ran. Ich könnte versuchen, etwas nachher zu werfen, aber ich bezweifle, dass ich so gut zielen kann. Wieso hat das vorher auch geklappt? Einige der Federn fehlen. Na, ein paar haben wir ja. So, eins. Und zwei. Und wenn das so richtig ist, dann fehlen noch drei. Mit Bären? Nein. Die Falken interessieren sich nicht für Bären. Vielleicht für Rinder. So. Dann besorgen wir uns gleich mal eben die Axt und versuchen vielleicht auch hier mal das Feuer anzumachen. So. Stämme? Nö. Ach Quatsch, die Axt steht doch nicht. Aber das Brett vielleicht? Nö, auch nicht. Naja. Wieder zurück, wieder zurück. Und nach oben. Und zurück. So, Benzinkanister. Da ist er. Oh. Schön was rein. So, Benzin. So, da haben wir den Axtstiel. Den kombinieren wir jetzt mit der Axt. Was für ein Andockgeräusch. Geh los. Yep. Jo. Da haben wir die Axt. Naja, wir müssen das Holz sicher zuerst hacken, bevor wir es benutzen können. Ist hier noch irgendwas? Na, sieht hier da aus. So, dann hier runter, dann hier hin, dann hier runter und dahin zum Backklotz. Holz. Oh, wie groß sind die? So, und ab dafür.
Klicke mit der linken Maustaste, sobald sich die Axt direkt über die Kerbe befindet. Okay. Ja, ich habe ja Reaktionszeiten, das ist ja super. Das ist mal ein witziges Minispiel. Da. Ah. Ich bin ja richtig schön schlecht. Das ist realistisch. Gibt's ja auch eine Szene, wo man sich ins Bein hackt. Na, viel zu früh geklickt. Okay. Oh, der wird immer schneller. Ist die Axt wohl zu schwer. Nicht so schnell. Alter, was eine Geschwindigkeit. Wer zuckt denn so beim Holzhacken? Das darf ja gar nicht wahr sein. Ja. Meine Güte, ich habe eine Reaktion, das ist echt unter aller Sau. Na, das war's aber schon. Wir kriegen Feuerholz. Wunderbar. Jo. Das Feuerholz dann mal gleich in die Feuerstelle. Und anzünden. Anzünden. Das Holz ist ein wenig feucht. Ich sollte es mit Benzin begießen, damit es leichter brennt. Jo, Benzin haben wir da. Drauf damit. Das sieht aber fies aus. So, puff. Ich könnte das Feuer benutzen, um etwas anzuzünden. Eine Fackel. Wunderbar. Dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt in der Höhle finden. So, dran gestöpselt das Teil. Und es wird merklich heller. Und jetzt können wir auch nach da hinten. Und was wir da hinten finden, das sehen wir beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Verbotene Geheimnisse, die Alienstadt. Bonuskapitel. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Solarin.